man, why you in need of a shovel? Damit herzlich willkommen zu einem neuen Video, ja endlich mal wieder hier auf VieFontainebleau. Und heute geht es ins Stadion, natürlich. Meine Arminia spielt gegen MSV Duisburg im Pokal und das lasse ich mir selbstverständlich nicht entgehen. Ich wollte ja eigentlich schon einen Vlog aus Aue raushauen, nur ich bin dumm und ich habe meine Kamera vergessen. Ja, ganz, ganz toll. Mit Handy, das wollte ich euch nun wirklich nicht antun, aber jetzt geht's mit besserer Qualität auf jeden Fall weiter. Aber von diesem sinnbefreiten Anfang auf jeden Fall erstmal zu einem ernsteren Thema. Ich muss mich bei euch entschuldigen, ja, ich hatte ja vor, glaube ich, 4 Wochen gesagt, es wird jetzt öfters Video kommen mit besserer Qualität. Das habe ich überhaupt nicht eingehalten, es tut mir wirklich sehr leid. Das Problem ist, mein Internetanbieter, den Namen werde ich jetzt nicht verraten, es hat nicht ganz so gut geklappt mit dem Internet. Ich habe das, hab da angerufen, gesagt, Mensch, ich bin umgezogen, könnt ihr das nicht mal verlegen? Jojo, machen wir, Techniker wird sich bei Ihnen melden. Ja. Okay, jetzt muss ich natürlich irgendwo zum Kollegen gehen, der WLAN hat. Und dann kriegen wir das auf jeden Fall hin. Wenn das WLAN da ist, wird es auf jeden Fall Videos geben mit ordentlicher Qualität und auch regelmäßig Videos. Da könnt ihr euch auf jeden Fall drauf verlassen. Gut, aber dann schauen wir uns jetzt erstmal den Gegner an und wie die beiden so gespielt haben gegeneinander. Sie sind ja schon des Öfteren aufeinander getreten und genau damit fangen wir jetzt an. Der MSV Duisburg ist im Jahre 1902, genau am 2. Juni 1902 gegründet, damals noch als Meidericher Spielverein von 1902 e.V. Sie spielen heute in der Schau ins Land Reisen Arena, aber da ich ja ein Typ für Tradition bin, sag ich jetzt mal Waldstadion, denn so hieß es eigentlich immer. Insgesamt sind sie 44 Mal aufeinander getroffen, dort gab es 13 Siege für Arminia, 16 Siege für Duisburg und 15 Unentschieden. In der letzten Saison spielten sie 0-4 auf der Alm, das war ganz bitter, und ein 2-2 in Duisburg. Das soll es auch erstmal davon gewesen sein. Für Ausführlicheres kann ich euch sehr Matzes Daily Madness vorstellen. Ey, da ist ein echt scheiß Name, wenn man lispelt. Aber der macht das auf jeden Fall ausführlicher. Und ja, schreibt mir gerne mal in die Kommentare, ob ich das vielleicht auch so machen soll, weil Kaiserslautern, er ist ja ein lauterer Vlogger. Die sind jetzt in der 3. Liga und ja, ich denke mal, das wird auch noch so 1-2 Jahre so bleiben. Wenn ich das auch so ausführlich machen soll, wie der gute Matze, dann schreibt es mir auf jeden Fall mal unten in die Kommentare. Da mache ich das für jeden Zweitliga-Verein. Und jo, dann würde ich sagen, wir starten jetzt. Es geht gleich mit Bus und Bahn los zum Stadion. Flutlicht. Ich bin gehypt. Und dann let's go. We'll be right back.
So, das war's dann mal wieder komplett. Arminia Bielefeld ist raus aus dem DFB-Pokal und da liegt dem MSV Duisburg mit 0:3. Klasse Leistung. Nein, komm, wir wollen optimistisch in die Zukunft schauen. Mensch, scheiße auf DFB-Pokal. Wichtig ist, dass wir in der Liga bleiben. So langsam beginnt halt der Abstiegskampf. So ehrlich muss man sein. Die Mannschaft ist eigentlich gut. Mensch, ein Großteil der Mannschaft hat letztes Mal den vierten Platz in der zweiten Bundesliga geschafft. Und ich bin optimistisch, dass sie da wieder rauskommen, dass sie sich fangen und dann ja, einen guten einstelligen Tabellenplatz erreichen, hoffentlich. Zum Spiel brauche ich eigentlich nicht viel sagen. Die Arminia hat gut gestartet in den ersten 10 Minuten, haben sie richtig Druck gemacht. Und dann kam halt in der 10. Minute dieses dumme Gegentor. Und dann waren sie komplett raus aus dem Spiel. Zu den anderen beiden Toren brauche ich auch nicht viel sagen. Die waren einfach nur scheiße. Ja, irgendwas stimmt da mit der Abwehr einfach nicht. Ihr habt es ja wahrscheinlich gemerkt, ich habe mich so ein bisschen weiter nach oben gestellt. Gerade weil hier Kamera runter. Mensch, ich sehe es ja ein. Ich bin extra nach oben gegangen, um nicht in den Ultrablock richtig reinzugehen. Aber trotzdem. Mensch, Leute, die Südtribüne ist aufgeteilt in vier Hälften, Block 1, 2, 3 und 4. Block 1 ist der Ultra-Block. Ultra-Block, Stimmungsblock. Und dann meint er echt so ein paar da oben hinzustellen, die ganze Zeit überhaupt nicht zu supporten und nur am Meckern zu sein. Ey Leute, ganz ehrlich, geht unten hin im Block 4 oder setzt euch hin. Aber geht nicht in den Stimmungsblock. Ey, was ist denn da für eine Scheiße? Und wenn ich dann sowas höre wie von oben, scheiß Arminia bei 0:3. Ey, komm, das geht wirklich gar nicht. Geht in Block 4 oder setzt euch hin, aber geht nicht in den Stimmungsblock. Gut, da habe ich mich drüber aufgeregt, aber ist vergessen. Dann gibt es jetzt ein bisschen Werbung für einen guten Kollegen hier auf YouTube. Das ist nämlich der gute All About Aydin. Der ist ja in der engeren Auswahl bei United Icon, genau. Da könnt ihr den Jungen gerne unterstützen. Ich habe schon gemacht, ich würde es ihm auf jeden Fall gönnen. Das Ganze findet statt, diese Abstimmung auf lootboy.de. Das könnt ihr bei Gamer Brother in der Videobeschreibung lesen. Ist ja irgendwie so ein Spiel, ich habe mich da jetzt auch nicht großartig mit auseinandergesetzt. Irgendwie, ihr bekommt da Packs, keine Ahnung. Auf jeden Fall geht es einzig und allein darum, YouTuber zu unterstützen, die weniger als 20.000 Abonnenten haben. Und da ist All About Aydin auf jeden Fall ein Kandidat. Wollten ja eigentlich schon mal ein Video zusammen aufnehmen. Mensch, Diggi, wir müssen mal. Unterstützt die Jungen, würde mich wirklich sehr freuen. Dann wollte ich noch eine kurze Sache loswerden. Ich bin nämlich sehr aktiv auf Instagram geworden. Dort teile ich nämlich immer meine Packs von Foot Champions und Division Rivals und ja, irgendwie mal random Packs von den Top-Partien. Alles sowas könnt ihr mir gerne folgen. Ich packe unten in die Videobeschreibung, genauso übrigens wie den Link von lootboy.de. Unterstützt die Jungen, unterstützt auch gerne mich auf Instagram. Und dann sind wir auch schon wieder am Ende dieses Videos angekommen. Ich habe nicht mehr viel zu sagen. Nächste Woche geht's weiter, beziehungsweise, ja, das war ja Mittwochspiel. Sonntag geht's schon weiter gegen den FC St. Pauli. Da werde ich auf jeden Fall auch dabei sein. Hoffentlich auch einen Stadionblock raushauen. Ich denke mal schon, könnt ihr euch drauf gefasst machen. Und dann würde ich sagen, sind wir raus. Ich wünsche euch jetzt wie immer noch einen schönen Abend, Morgen, Mittag, Vormittag, Zwischenmittag, was auch immer. Und bis zum nächsten Video. Ciao.